ja, so ist das passiert. Und deswegen brauchen wir einfach einen zweiten Verstärker, der das ganze Zeug nochmal verstärkt. Und dann müssen wir das Problem gleich gelöst haben. Und ich kann gleich schon nicht mehr sprinten. Und ich habe auch nichts zu essen mehr. So. Jetzt aber. Na klar, so viele Items auf einmal überfordert das ganze Gerät. Hallo? Ein bisschen noch an. So. Dann. Muss man. Gebe ich ihm überhaupt ein Signal? Hallo? Hallo? Geht doch. Ach Gottchen. Ernsthaft. Leute, doch wieder Variante 1. Variante 2 ist das. Entschuldigung, es tut mir so leid. OMG, es hat funktioniert. Frage ist, wie verstecke ich das denn jetzt bitte? So, erstmal festhalten. Baller jetzt hier einfach. Es funktioniert. Ja, Mann. So. Muss ich hier mal ganz kurz verschließen. Das kann ich auflassen. Da kommt eh kein Wasser rein. Das muss dicht. So, hier kommt Wasser an. Muss ich hier Wasser setzen. Jo. Dann kann ich jetzt rausgehen und Sachen reinwerfen. So, was werfe ich rein? Cobblestone und Netherquarz werfe ich gleich rein. Pass auf. Nebenbei ernte ich auch eben das Feld. Könnte ich eigentlich auch jetzt mal eben ausprobieren. So. Wir nehmen das ganze Feld ab. So. Und jetzt machen wir das Wasser wieder aus. Gehen rein. Holen das ganze Zeug hier hinten. Hier backt es gerade. So, jetzt bin ich gespannt. Hallo, sortierst du hier unten ein? Ich komme. Ach nur, ich gucke jetzt. Halleluja. So, hier unten drin dürfte nichts gelandet sein. Denn dieser Dispenser. Genau. Da dürften halt nur, wie gesagt, Sachen drin sein, die aussehen wie Bruchstein. Wird Nacht oder fängt es jetzt an? Ne, es wird tatsächlich schon wieder Nacht. Ja, geil. Das Ganze fließt da ganz langsam durch. Und genau. Perfekt. Perfekt. Funktioniert super, finde ich. So, ich muss zusehen, dass ich mal etwas zulicht die Geschwindigkeit hier. Höchstgeschwindigkeit. Komm schon. Ja, ich bin gleich da. Ich hab's gleich. Hallo. Ich will, ja.
verstehen, dass Leute, wenn ihr so 20 Mal euch ins Bett legen wollt, schlafen und ihr schafft es einfach nicht, euch in euer Bett zu legen. Ich habe das noch nie geschafft. Weil ich meine, ich schaffe das immer first try. Das Haus sieht auch geil aus hier mit den Stützen, finde ich. Das finde ich echt geil. So. Das finde ich auch immer noch schön mit dem Abstieg. Vor allem, das haben wir hier so Folge 10 bis 15 oder so gebaut. So, jetzt können wir das hier alles rausnehmen. Hier dürfen nichts mehr drin sein. Und hier auch nicht. Nein. So, 52 Kartoffeln muss ich leider für die Maschine da gleich opfern, sobald ich einen ganzen Stack voll habe. Allerdings haben wir Karotten und Weizen, die verwerten. Das kann ich natürlich alles verwerten. Hallo? Oh lol. Wo kommst du denn her? Brot. Lecker. Ah, ich muss wieder anpflanzen gehen. Genau. So. So, und hier kommen diesmal nur Kartoffeln hin. So. Ach, neues Wasser wollen wir mitnehmen. Zack. Dann. Okay, diese Maschinerie hier funktioniert schon mal gut. Das Wasser hier nehme ich aber wieder mit. Nicht, dass es zu Unfällen kommt oder so. Weil hier muss ich vielleicht gleich nochmal was aufgraben. So, Leute, jetzt erkläre ich euch den ganzen Scheiß mal hier. Hepper. Also, wenn hier etwas durchgeflossen kommt. Hier kommen dann später Kartoffeln statt Bruchstein noch rein. Dann hier kann nichts anderes rein, außer halt die Erde und die Kartoffeln dann später. Das heißt, alles, was nicht Erde oder Kartoffel ist, fließt hier drüber hinweg. Alles, was einmal Kartoffel ist, geht da rein. Folgereaktion. Dieser hier, Comparator da, der misst, oh hallo, da ist ja ein Item mehr rein. Deswegen gebe ich jetzt einen Block weiter stärkeres Redstone-Signal aus. Das heißt, dieses Redstone hier wird auch aktiviert. Sprich, dieser Repeater hier wird aktiviert. Und wer in Mathe aufgepasst hat, der weiß, dass hier eine Fackel dann hinter ist. Und sobald und solange ein Trichter unter Fackeleinfluss steht, unter Redstone-Signal, dann solange gibt er keine Items weiter. Siehst du hier komplett voll, aber da nichts drin. Aber wenn jetzt hier ein Signal ankommt, dann geht diese Fackel kurzzeitig aus. Der erste Slot wird eins weiter gereicht. Da sind ja später die Kartoffeln drin. Und dann haben wir es soweit. Und wir sind ready, um weiterzumachen mit den Kartoffeln anschließend. Weil dann ist hier die neue Kartoffel drin. Haben wir kurzzeitig 4. Und hier unten wird eine weitergeben und dann wird das Deck wieder voll gemacht mit der vierten von oben. Und so funktioniert das ganze System. Es geht immer und immer und immer so weiter. Hier unten machen wir, hier kommt noch eine Glock an oder irgendwas, dass das hier immer dann ausgeworfen wird, der ganze Scheiß. Und anschließend kommt dann hier unten noch dieses Wasser. Und dann kommt hier irgendwo der automatische Ofen und dann wird da irgendwo hinten einsortiert. Genau, genau so wird es gemacht. So, ach, come on.
Hier ist gerade irgendwas, das stört mich dezent. Das habt ihr jetzt vielleicht auch gerade schon mal gehört. So. Oh, lol. Boah, kein Fallschaden bekommen. Ja, und diese Maschinerie hier halt. Mist, ich muss von der anderen Seite kommen. Warte, ich gehe eben durchs Glasdach. Clear, clear, klatsch. So. Diese Apparatur hier. Oh, hier ist Erde gewachsen. Genau, das ist der Trichter hier. Hier, dieser Wassertrichter, ne? Alles, was keine Kartoffel ist oder Erde, hier rein. Und das wird dann weitergeleitet hier in diesen Spender. Der Komparator. Oh, da ist was drin. Signal. Signal verstärkt. Geht einmal ganz rum. Gibt ein Signal an den Spender und der ballert es einen höher. Das heißt, wenn ich hier beliebige Items einfülle. Ja. So viel dazu haben wir da noch. Nein, haben wir nicht. So. Das Ding hier ist natürlich die Frage, wenn das Item hier nach links und nach rechts in die Löcher reingeht, wäre natürlich scheiße, dann haben wir nämlich einen Verlust, aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm, weil es nicht passieren wird. Weil das kommt dann mit ganz schöner Wucht, glaube ich, rausgeflogen immer. Frage ist, wie ich hier das Signal bitte abgreifen soll. Also, das heißt vor allem, wie ich das Signal wieder hier hinkriege. Könnte nämlich complicated werden. Könnte nämlich echt complicated werden. Aufpassen. Den Block hier darf ich. Ne, den darf ich nicht abmachen, weil sonst haben wir genau Wassereinbruch hier. Wenn ich hier nämlich ein Messer dran mache, also ein Comparator, das Ganze dann einmal hier rumlege, dann müsste hier ein Block dran. Und wenn ich da einen Block dran mache, dann kam ich das Signal hier unten. Traurig, aber war. Ist aber gar kein Problem. Denn dieses Signal könnte man einfach so legen. Warte, so. Mein Gott, sag mal, bin ich heute schon wieder dumm. So. Müssen sich hier hinten nur irgendwas einfallen lassen, warum hier überall keine Kisten und so sein können. Macht man denn hier hin? Also man könnte halt einfach Stone Steps drüber verlegen, auf jeden Fall. Was bist du? Ach, du bist guter Stein. Dich nehme ich dafür nicht. Weg aus der Hotbar. So, hier kommt. Erstmal provisorisch lösen. So. Dann müsste ich. Comparator Repeater. Wenn hier was drin ist, Comparator, Signal am Block. Bepowert. Verstärker bepowert den Erdblock. Bepowert den Werfer. So, warum ich das hier eigentlich. Warum habe ich das hier eigentlich nicht gemacht, frage ich mich gerade. Man könnte einen ganzen Repeater damit sparen. Wenn ich hier hinten eh später Stone Slabs verlege, dann kann ich das hier eigentlich auch ruhig so machen. Mein Gott. So. Hep. Wo geht das hier überhaupt, so wie ich es mir denke? Nee, so funktioniert es nämlich nicht eigentlich. Nee. Man müsste. Das Signal. Einfach. Von der anderen Seite abgreifen. Was? Nee, es macht es nicht besser. Obwohl. Nee, macht es wirklich nicht besser. Zack, zack, zack. Redstone. Verstärker. So, wenn ich jetzt hier. Na, da darf ich nicht so viel auf einmal reinlegen, sonst kommt es zur Verstopfung. So. Guck.
Guck. Hello. Okay, es funktioniert nicht. Okay, wir haben da ein Verzögerungsproblem, zeittechnisch, dass das irgendwie nicht weitergeleitet wird. Das heißt, wir machen es doch so, wie es am Anfang war. Dann kann ich es auch besser verstecken. Frage ist, wie mache ich das bei dem anderen, dass ich das da auch besser verstecken kann. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Ich beende jetzt erstmal diese Aufnahme hier an diesem Punkt und würde sagen, dass wir uns bei der nächsten Aufnahme dann wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da für dieses Format. Und ich glaube, wir sind so jetzt kurz vor der 90. Folge schon. Also, ich würde mich freuen, die 100. Serie auf meinem Kanal mit 100 Folgen zu haben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ciao.